Hallo Welt, da sind wir wieder. Auf dem Weg, ein Sammler zu werden. Auf dem Weg dahin haben wir schon so viel gesammelt, dass wir mit Sicherheit schon genug Sammelpunkte haben, Sammlerpunkte. Vielleicht ist das der Trick bei der Sache. Aber hier, in den Bergen, in den Schluchten scheint es nicht sehr viel zum Sammeln zu geben. Nein, nein. Zum Glück gibt es hier keine Löwen oder so. Oh, sag nicht. Wir haben auch gesagt, es gibt keine Wölfe. Und zack, waren Wölfe da. Dann haben wir gesagt, ja gut, Wölfe, aber zum Glück gibt es keine Bären. Und plötzlich war da der Bär. Ein zweiter hat uns sogar entdeckt und angegriffen. Dann haben wir irgendwann gesagt, hoffentlich gibt es keine Schlangen. Ach, sowas wie Schlangen gibt es doch gar nicht. Und jetzt sind wir auf einmal mitten zwischen Schlangen. Nicht, dass ich Angst vor Schlangen hätte. Die haben ja kein Fell. Aber man muss sein Glück ja nicht herausfordern. Aber ich meine hier, irgendwas zum Einsammeln, so ein Kaktus oder so, könnten wir doch ruhig einsammeln. Hey, glitzert da was? Die Berge, da glitzert doch Gold! Das müssen wir uns aber jetzt mal angucken. Ah, das war nur eine Fata Morgana. Wir sehen schon Gold, wo gar keins ist. Ah, schade. Naja, wir hätten ja sowieso keine Spitzhacke dabei, aber ich würde versuchen, mit dem Messer da irgendwas rauszubröckeln. Was war das? Hier gibt es gar nichts zum Einsammeln. Wir haben nicht mal Wasser dabei. Zum Glück haben wir im Moment keinen Durst. Naja, wir sind ein paar Mal ins Wasser gefallen. Können wir uns hier ran so ein bisschen schubbeln? Nein, die Kakteen machen hier nichts. Okay. Keine Angst vor Kakteen. Aber das sieht man ja schon. Die haben ja weiche Stacheln. Ja, ganz weich. Trotzdem Wüstenschweine. Nein, Wildschweine, wir sind ja im Wilden Westen. Trotzdem meine ich, dass man hier ruhig auch irgendetwas sammeln könnte, von mir aus. Egal, weiter geht's. Hätte ich nicht gedacht. Zum Glück sind wir hier in der Nacht in der Wüste. Ich will gar nicht wissen, wie es uns am Tag geht hier in der Wüste. Wahrscheinlich schmilzen wir so dahin. Gibt es Wüstenstädte? Oh oh. Eine Hyäne. Naja, zur Not haben wir unser Messer bei, aber ich weiß nicht, wie wir das schnell ziehen können. Das sollten wir mal üben vielleicht. Ich versuche schon die ganze Zeit E zu drücken. R, 1, 2, 3... Aha. Auf 1 ist die Waffe. Die Pistole, meine ich. Mit 3 können wir sie wegstecken? Okay, mit 1 die Pistole ziehen. Ja, und mit 4 kann man sie wegstecken, oder? Kann man sie wegstecken, oder? Ja, auf 3 ist noch ist nichts. Wahrscheinlich noch nicht. Oh, wir müssen hier langlaufen. Doch, Kojoten oder sowas. Oh, hier gibt's aber was zum Sammeln. Das sind Oregano. Oh, gut. Gewürz.
Kräuter sind das. Oh, noch mehr? Ach, wir haben schon zu viel davon. Dann können wir aber was so essen, oder nicht? Herstellen? Ach, können wir jetzt einfach so uns hinhocken und dann irgendwas herstellen? Interessant. Raubtierköder? Nein, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Anti-Raubtier-Spray oder so. Das ist doch neu, ein Blümchen. Wildes Mutterkraut ist gut für deine Ausdauer. Du kannst es essen, um den Kern deiner Ausdauer aufzufüllen oder es benutzen, um Magenbitter herzustellen. Jetzt echt! Pilze! Ich hab die ganze Zeit gesagt, Pilze! Riesenschirmpilz ist gut für deine Gesundheit. Du kannst ihn essen, um den Kern deiner Gesundheit aufzufüllen oder ihn benutzen, um Pflanzenfresserköder herzustellen. Da muss man so weit laufen, um die Pilze zu kriegen. Naja, die Riesenschirmpilze. Ich dachte, im Wald gibt es auch Pilze. Er hat keine Materialien mehr, aber da können wir ihm nicht so richtig helfen. Crips. Oh, das Ding ist auf einmal umgefallen. Nein, es hat nur geschlafen. Okay. Naja, Oregano, okay. Aber warum sollen wir eigentlich hier entlang gehen? Ich meine, es wäre doch viel kürzer, durch die Wüste da zu gehen. Ist jemand von der Kutsche gefallen? Warum ist er von der Kutsche gefallen? Können wir hier... Armadillo, habe ich gerade noch gesagt. Wieder schön in sein Bett reinlegen.
Da ist eine Spielkarte. Eine Tarotkarte. Aha. Können wir die nicht mitnehmen? Ja, die gehören vielleicht zu irgendeiner Aufgabe. Du hast ein Sammlerstück gefunden. Sprich mit Madame Nazar, um ein Sammler zu werden und mehr zu erfahren. Oh, das ist auch gut. Uns geht es aber doch erstmal um ein bisschen was anderes. Ach so, Sammler. Ja, wir sind doch auf dem Weg, ein Sammler zu werden. Oh nein, ich dachte hier so ein Kräutersammler und so. Nicht, dass die uns losschicken und dann die ganze Zeit Karten suchen lassen oder so. Naja, geht ja auch, aber... Ohne Pferd könnte das schwierig werden. Ja, hat keiner gesehen. Mhm. Genau, wo waren denn jetzt unsere Untertitel eigentlich? Also sie hat sowas in der Art gesagt wie, schönes Wetter heute, zum Glück regnet es nicht, denn ich habe meinen Regenschirm nicht dabei. Ich habe nicht zugehört, ehrlich gesagt. Ich habe das jetzt geraten gerade. Wir sind hier in der Wüste, hier regnet es wahrscheinlich nie. Ja genau, hier gibt es kein Gewitter und auch keinen Regen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wir sollten hier unser Lager aufschlagen. Moment, das ist unser Lager. Warum rennt Cripps eigentlich andauernd mit unserem Lager irgendwo rum? Da, die tägliche Stallgebühr ist fällig geworden und wir haben noch nichts erreicht. Ich weiß ja nicht, wenn er da am Fluss bleibt, da wird er seine Waren ja auch herstellen können, solange er lustig ist. Da wird ihm ja keiner die Waren abkaufen können. Vielleicht finden wir noch ein paar Pilze oder so. Ach, es sieht nicht so aus in der Wüste. Da ist was. Tatsächlich. Pilze. Sammeln geht nicht. Doch geht. Das macht Spaß. Oh, wir sollen hier entlang. Ist das überhaupt ein Weg? Oh, das Opossum ist tot. Es ist ein Gürteltier und es lebt. Ah. Opossum gibt's doch gar nicht hier. In der Wüste doch nicht, oder doch? Ich glaube, die sind mehr so im Wald. Hey. Oh, ich will so einen. Leguan. Ich hab E gedrückt. Verfolgen. Geht nicht. Wüsten-Leguan. Makellos. Er gibt eine Haut und Reptilienfleisch. Kann verkauft oder zum Kochen und zur Herstellung von Gegenständen benutzt werden.
Benutze Vermintgewehr, um einen sauberen Abschuss zu erzielen. Ach, sowas haben wir doch gar nicht, oder doch? Oh, so viele! Wie war das nochmal? Kriegen wir schon. Ach, jetzt sind sie weg. Kann man diese Sachen nicht sammeln? Aber was haben wir hier Schönes? Roter Salbei ist gut für deine Ausdauer. Du kannst ihn essen. Ah. Man kann Magenbitter daraus herstellen und es ist eine Pferdestimulanz. Was? Jetzt schon? 100 Kräuter gesammelt. So schnell. Oh nein, wir laufen falsch. Wir müssen da drüben. Ach, da ist er ja wieder. Schubs ihn um. Schubs ihn um. Schubs ihn. Genau. Essen. Oh nein. Das ist ja grauenvoll. Und wo ist das Fleisch jetzt? Reptilienfleisch. Ach, haben wir gleich. Ach, hier in der Wüste müssen wir unser Lager aufschlagen. Hier werden wir nicht so schnell verhungern. Dort ist eine kleine Hütte. Wir hatten Erfolg mit kleinen Hütten. Letztens haben wir eine Halskette gefunden. Da gehen wir ganz schnell mal gucken. Nicht zum Sammeln hier, okay. Aha. Wehe, da ist eine Schlange drin oder so. Schnaps. Oh, cool. Nimm gelbe Tonika zu dir, um deine Werte zu stärken. Verstärkte Werte werden für kurze Zeit nicht verbraucht. Dieses Tonikum verstärkt dein Dead Eye. Und hier ist aber noch was. Den Whisky dürfen wir nicht nehmen. Ach, gibt's doch nicht. Nö. Whisky ist nicht. Ist vielleicht leer schon. Ja. Das ist ja auch schade. Jetzt gerade, wo die Aufnahme läuft. Also, wo sie mal läuft für längere Zeit. Und vor allem, wo wir vermutlich schon wieder am Ende der Folge sind, oder? Na, wir gucken noch ganz kurz, wo wir hier geblieben sind. Das gibt es auch hier, so gefährliche Elche und so. Und Schneelandschaften.
Wo ist denn unser Ziel jetzt? Ja, wie man Sammler wird. Oregano nochmal? Moment mal. Was haben wir denn eingesammelt? Zum Schluss hatten wir irgendwie Tonikum oder so etwas. Das hier? Pferdewecker. Nein. Lass die Pferde doch schlafen. Ah ja, das haben wir noch. Das ist noch drin. Dieses Leguan-Tier. Tonikum müsste das hier nicht sein. Oh nein, ich wollte das doch nicht essen. Ich wollte mir das angucken. Kautabak. Oh, okay. Wenn's hilft. Aber was ist denn hier jetzt mit unserem Ziel? Ich meine, wir müssen... Ja, wahrscheinlich schon noch in diese Richtung, oder? Was? So weit ist das noch? Ist das überhaupt das Richtige? Wie man Sammler wird? Ja, tatsächlich. Wegpunkt. Ach so. Ah. Okay, ja dann. Gucken wir noch mal hinten in der Hütte, ob da noch mal schon wieder was drin ist. Aber ich glaube nicht, jetzt haben wir es ja eingesammelt. Das wäre ja leicht. Ausdauer erhöht. Aha. Das wäre ja einfach, wenn da jetzt wieder was drin wäre. Dann bräuchte man ja nur sich immer abzumelden und wieder anzumelden. Und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann hätte man die Taschen voll. Na gut, dann haben wir es gerade nicht eingesammelt, aber jetzt. Nein, nein, das haben wir gerade gegessen. Kautabak, Tonika. Ja, dann könnte man das ja die ganze Zeit machen. Anmelden, abmelden, anmelden, abmelden und dann hat man die Taschen voll, wie ich gerade schon gesagt habe. Was wollte ich denn jetzt machen eigentlich? Ach so, wir sind am Ende der Folge, ja. Ja, ist ein bisschen kompliziert jetzt, wo die Folgen und wo die Aufnahmen immer unterbrochen werden. Habe ich auch absolut keine richtige Übersicht über die... Naja, absolut ist übertrieben. Ein bisschen Übersicht habe ich natürlich über die Zeit, wie lange die Folgen dauern. Aber nicht so schön wie sonst. Also denke ich, wir sind mal am Ende der Folge. Also ich denke mal, wir sind am Ende der Folge. Warum werden wir jetzt woanders hingeschickt? Wir wollten nur kurz nach dieser Hütte gucken. Genau, so war das. So, dann sind wir wieder auf dem rechten Pfad jetzt. Gut. In der nächsten Folge geht es weiter und ich denke, in der nächsten Folge werden wir auch unser Ziel erreichen. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.